Where is my luck? I do not know, but one day share will be mine. Fahrt ihr nach Houston? Nein, da kommen wir her. Wir fahren nach San Antonio. Und wie viel verlangt ihr bis dahin? $5. Der hier ist 12 wert. Hey, was meinst du? Von mir aus kann er mitkommen. Ja. Her damit. Ja. Steig ein. Na los. Tja, wenn man jung ist, kann man leicht in Schwierigkeiten geraten. Ja, sehr leicht. Oder man müsste nicht pokern dürfen. Dabei habe ich alle Asse gehabt. Aber der andere hatte 3 Achten in der Hand. Na, hören Sie, 3 Achten, die schlagen doch keinen Full. Doch, wenn der Partner dabei die Pistole zieht. Warum haben Sie den Sheriff nicht holen lassen? Der andere ist leider der Sheriff gewesen. Ein Stern aus Blech auf der Brust macht noch keinen Sheriff. Ebenso wenig wie die Tressen an der Uniform einen Offizier machen. Der Krieg ist vorüber. Oder machen Sie noch auf eigene Faust weiter? Ich habe die Waffen abgelegt. Jetzt fahre ich nach San Antonio, um auch meine Uniform zurückzugeben. Alle Waffen sind Spielzeuge des Teufels. Sind Werkzeuge des Hasses, die immer wieder neuen Hass sehen. Ehe sie lesen und rechnen lernen, spielen die Kinder mit Holzpistolen. Und schreien bum bum. Und das ist ihre Erziehung. Hübsch gesagt, Pater. Ich finde, es wäre klüger, wenn auch wir erwachsen, statt dass wir uns gegenseitig totschießen, einfach wie die Kinder schreien. Bum, bum. Und dann ist alles erledigt. Dies hier. Die Bibel ist die einzige Waffe, die wir Menschen gebrauchen sollten. Keine Waffe bei mir. Ich kann uns nicht verteidigen. Ich habe auch nichts. Was sollen wir denn nur machen? Ich würde einfach kräftig Bum-Bum machen. Das ist doch Ihr Rezept, Sie Klugscheißer.
Es sind drei drin. Legt die beiden um, nur den Major holt raus. Hey, der Pfarrer ist schon tot. Vorwärts auf das Pferd. Erbarmen. Ich gebe euch alles. Gnade. Zieh los. Ah. Sie haben ihn erschossen. Ich danke Ihnen, mein Freund, wenn es jetzt noch zu spät ist. Die waren doch scharf auf Sie. Die haben Ihnen aufgelauert. Weshalb? Wegen eines Dollars. Eines Dollars, der zwei Vorderseiten hat. Von der gleichen Art gibt es außer diesem noch zwei Dollar. Wem es gelingt, das heißt, wer alle drei Dollars in die Hand bekommt, der findet eine Riesenbeute in Golddollars. Es ist die Kriegskasse. Die Kriegskasse der Südarmee, die drei Männer vergraben haben. Die Kasse sollte nicht Beute der Nordstaatler sein. Wir wollten sie retten. Die zweiten der drei Dollar sitzt Garland. Mein Sergeant. Garland. Er hat jetzt die Busstation, den Pferdewechsel in Sonora. Und der dritte Dollar? Er hat... Sie haben uns überfallen. Sie waren zu fünft. Die da. Und Sie? Haben Sie sie alle umgelegt? Die Hunde haben die Passagiere und den Kutscher umgelegt und ich diese Strolche. Allein? Ein Mann gegen fünf? Ich habe Glück gehabt. Einer von euch soll den Toten Geiber holen. Du, Bill, untersuchst die Toten. Was du bei ihnen findest, bringst du ins Büro. Und die anderen verschwindet. Steht hier nicht rum, als ob ihr noch keine Leiche gesehen habt. Macht Platz, geht nach Hause. Du hast Glück gehabt. Sehr viel Glück. Wenn du willst, werde ich dir dein Schicksal voraussagen. Mhm. Gib mir deine Hand, ich verstehe mich darauf. Ach, nein, die paar Dollar, die ich für den Sattel bekommen habe, die brauche ich, um damit pokern zu können. Ich mache es für dich umsonst. Ich will nur in den Linien deiner Hand lesen, nur für mich. Denn
Wenn einer, der wie du, 5 Banditen umlegt, der hat dann immer Glück in allen Dingen. Sie haben nicht gewusst, dass ich auch in der Kutsche war. Nur deshalb habe ich es geschafft. Hast du denn nie eine Waffe bei dir? Wenn ich gewinne, werde ich mir wieder eine kaufen. Du gewinnst, lese ich. Das steht in deiner Hand. Du wirst eines Tages sehr reich. Vorsicht, Vorsicht, das sind keine Gangster. Da oben verdienen Respekt. Ach was, Jeremiah, Tote sind alle gleich. Kein Mensch ist dem anderen gleich, auch wenn er tot ist unter denen. Da oben befindet sich ein Pastor. Ich verbiete dir, ihn so lässig zu behandeln wie einen Banditenkadaver. Außerdem bekomme ich für die Beerdigung eines Banditen 2 $. Und für die Beerdigung einer ehrenwerten Leiche bekomme ich 5 $. Solche sozialen Unterschiede gibt es auch unter den Toten. Nehmt den Pastor herunter. Zum Glück habe ich mir gestern noch eine Pistole gekauft. Ich finde, mein lieber Freund, dass Sie uns reichlich viel Leichen auf den Hals laden. Diese Frau hier stieg durchs Fenster, doch ich habe einen leichten Schlaf. Ob das stimmt oder nicht, bei uns ist jeder sehr übel dran, der eine Frau umlegt. Auch wenn die Frau das vorhat? Das muss der Richter entscheiden. Bitte. Vorläufig sind Sie festgenommen. Kommen Sie mit. Gehen Sie in Ihre Zimmer zurück, meine Herrschaft. Wir können doch nichts mehr machen. Bitte, gehen Sie. Hey, Gringo. Hey, du da. Wach auf, hörst du denn nicht? Wer bist du? Und wann bist du gekommen? Schon lange hier? Eine Stunde bevor du kamst. Was hast du ausgefressen, dass sie dich eingelocht haben? Einer wollte mir ein Loch in den Pelz stechen. Ich hab's noch nicht zugelassen. Ah ja. Sie haben mich erwischt, als ich einem Weißen in die Tasche ging. Und bei dieser Bande ist das ein großes Verbrechen. Muy grande. Ihr hat ein Farbiger wie ich. Dafür den Strick schon um den Hals. Dann hat der Sieg des Nordens euch Farbigen nicht viel genützt. Wirklich nichts, nada, Gringo. Aber bilde dir nicht ein, dir ging es anders. Du hängst am nächsten Ast. Dafür, dass du die Hanfkrawatte schon um den Hals hast, hast du noch verdammt gute Laune. Warum nicht? Ein altes spanisches Sprichwort sagt bei uns, wenn du nichts ändern vermagst, warum machst du dir Sorgen? Und wenn du ändern kannst, warum machst du dir Sorgen? Glaubst du, dass du dich noch retten kannst? Verfluchter Zweig, das dich in die Welt gesetzt hat! Ich schlage dir die Zähne ein, Gringo! Du widerlicher, gemeiner Hund! Sheriff! 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 Lass mich hier raus! Ich kann die Fratze dieses weißen Mörders nicht mehr tragen! Du dreckiger Ziegenmann, du! Du stinkendes Ass! Ihr tretet deine Visage zu brei, wenn ich rauskomme! Sheriff! Sheriff! Ich will hier raus! Was wolltest du so? Maul halten! Sheriff! Was ist hier mit euch los? Ich kann die Fratze nicht mehr sehen von diesem Hundesohn! Ich will in eine andere Zelle! Halt dein Maul, du Bastard einer schwarzen Dirne! Ja. Meine Mutter war weiß und blond, wie du! Na gut.
Dann war sie eben eine weiße Dirne. Hier, schlage Schnauze ein! Lass jetzt in Ruhe! Du kommst in eine andere Zelle, damit ihr Frieden ist. Ja. Oh, komm ran, du Ass! Hör auf, das du Faul, aus dies! Aufhören, hab ich gesagt! Keine Ruhe, Kass, du Hundesau, du Mörder, du weißes Schein! Komm raus, Amigo, schnell! Immer ruhig, Blut! Herum, Bill. Du bleibst hier vorn. Na, liegen kürzere Bretter. Kommt, wir holen sie. Überall suchen. In den Häusern, in den Ställen, auf den Speichern. Sie können noch nicht aus der Stadt heraus sein. Schnell, verteilt euch. Und ihr kommt mit. Nun hebt schon eure Beine. Sie sollen noch unter die Erde, bevor es Nacht ist. Jeremia, hast du einen Mestizen hier gesehen und einen Weißen, groß, schlank und blond, hier rumschleichen? Hier nicht. Na, dann nicht. Red, Charlie! Wenn ihr selbst drin liegt, könnt ihr euch ausruhen. Da ist noch der Letzte, der will auch mit. Oh, macht schon. Was ist? Noch nichts? Nichts. Schweinerei. Wie vom Erdboden verschwunden. Sowas gibt's nicht. Das ist doch unmöglich. Wir müssen sie finden, bevor sie die Stadt verlassen können. Stell dich rechts und links an die Straßenausgänge. Lauf, hol den Sheriff! Jeremia, raus aus dem Bett! Komm sofort her! Was ist denn? Was brüllst du so? Wen hast du heute beerdigt? Ich hatte heute 10 Figuren zu begraben und ich habe auch 10 Figuren begraben. Und die 2 Leichen hier? Oh, aber das kann doch nicht sein. Ich schwöre dir, dass ich die beiden mit eigener Hand in den Sarg gelegt und begraben habe. Das war vor mindestens 3 Stunden. Aha, so haben sie sich aus der Stadt geschmuggelt. Ruf alle zusammen und dann zum Friedhof. Oh, so was ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. In den 50 Jahren nicht, in denen ich Totengräber bin. Wenn ich erst einen in der Kiste hatte, blieb er auch immer schön drin. Sag mal, wird das eine Zigarre? Das ist schon eine, Amigo. Hier, probier mal. Hm? Das Kraut ist wirklich gut. Bei uns gibt ein altes Sprichwort. Dein Gast darf nie unzufrieden sein. Du musst alle Wünsche erfüllen. Du kannst tatsächlich hexen, Hondo. Du hast die besten Pferde gestohlen, die ich je gesehen habe. Hast ein Kaninchen gefangen und wie der erste Hotelkoch gebraten und dazu die Zigarre. Und jetzt eine kleine Melodie. Nein, 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 nein. Die Musik wollen wir lassen. Die können Sie meilenweit hören. Der Sheriff verfolgt uns. Nein, Amigo. Keiner ist hinter uns her. Ich denke doch an alles. Und Pferde stehlen ist meine Spezialität. Wenn ich 2 stehlen soll, kann ich ebenso 4, 6, 8 stehlen. 2 Pferde habe ich nach Osten gejagt, 2 nach Norden, 2 nach Westen. Die haben Spuren gemacht. Wir sind durch den Fluss geritten. Wir haben keine Spuren hinterlassen. Beruhigt, Amigo. Du bist ein gerissener Hund. Ja. Hey, wo willst du hin?
Ich danke dir, dass du mich befreit hast. Ich danke dir für den Braten, für die Zigarre. Hm. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Du bist ein anständiger Kerl. Ich gehe mit dir. Nein. Ich gehe meinen Weg allein. Es tut mir ehrlich leid, dass wir uns trennen müssen, Hondo. Aber zusammen würden wir zu sehr auffallen. Wir müssen verschiedene Wege gehen. Du darfst mich nicht verlassen, amigo. Lebe wohl. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Irgendwann. Adios. Wohin reitest du jetzt? Nach Sonora. Ist doch die Pferderelaisstation von Sonora. Ja, aber so viel sind jetzt nicht da. Du bist ja schon galant, nicht wahr? Ja, mein Herr. Will. Du sagst uns, wo du den Dollar versteckt hast, und wir verschwinden. Jack, wir müssen es dem Mann sagen, Jack. Erlaub mir, dass ich es tue. Ich würde es an Ihrer Stelle sagen, Senora. Ja, auch dann, wenn er es nicht will, müssen Sie es tun. Sehen Sie, was wollen Sie mit einem Mann anfangen, dessen Schädel aus zwei Teilen besteht? Bitte, verraten Sie. Jack! Dein Heldentum hat keinen Sinn, Garland. Du weißt doch, der Major hat die $3 seinen drei Vertrauten gegeben. Einen dem Hauptmann Mortison, einen dir, den dritten hat er für sich zurückbehalten. Aber Mortison hat das in ihm gesetzte Vertrauen nicht verdient. Er wollte alle drei und damit die Kriegskasse für sich haben. Ich wurde sein Partner. Aber mit mir hat er sich auch eine Laus in Pelz gesetzt. Fünf meiner Leute werden den Dollar dem Major abjagen. Und Mortisons Dollar? Friede seiner armen Seele. Er liegt im Safe der Bank von Redford. Tja, und den dritten Dollar werde ich jetzt holen. Und den hast du. Jack, ich flehe dich an, sag's. Der Dollar ist im Kamin versteckt, oben auf dem Dach! Verdammtes Weib, warum hast du das gesagt? Wie schaffst du dich? Ich liebe dich, ich kann nicht ansehen, wie sie dich quälen. Du darfst mich nicht lassen. Liebe, ich liebe, lass mich los. Der Dollar ist hier. Es stimmt, was sie sagen. Ich habe ihn gefunden. Hier ist er. Verzeih mir, Jack. Auf die Pferde! Bitte verzeih mir! Oh, bitte, Jack. Ich will dich gesund pflegen, Jack. Zurück in die Berge! Thank you.
einmal waren sie da und haben alle erschossen, alle im Dorf, meinen Mann, meine Söhne. Und ihn haben sie gefoltert, den Sergeant Garland. Er sollte was verraten. Dann haben sie sie doch niedergeschossen, ihn und seine Frau. Sie haben was Bestimmtes gesucht. Und sie haben es auch gefunden im Schornstein von Garlands Haus. Ich suche einen Mann namens Augustin Prieto. Nun mach schon, treib ihn an, Botofago. Warum kratzt er einem nicht die Augen aus? Ja, er hat kein Temperament. Er kämpft nicht, nimm ihn zurück, er ist kein Hahn, er ist ein Kapaun. Ah, Sie haben ein schönes Pferd. Ich suche einen Schmied zum Beschlagen. Gehen Sie zu Valentin, er ist der Beste, den wir haben. Sind Sie von hier? Si, Senor. Dann kennen Sie doch sicher Augustin Prieto. Neue Eisen. Kennen Sie vielleicht zufällig einen Mann, einen Augustin Prieto? Es sieht aus, als ob dieser Name allen hier die Sprache verschlägt. Komisch. Mein Mann ist für immer stumm gemacht worden und es ist dieser Augustin Prieto gewesen, der ihm die Zunge herausgerissen hat. Hüten Sie sich vor dem Kerl, ein gefährlicher, brutaler Stolch. Ich hole mein Pferd in 2 Stunden ab. Was gibt's zu trinken? Tequila.
Gut, geben Sie mir einen. Sofort, Senior. Willst du mich nicht auch einladen? Noch einen Tequila. Kommst du von weit her? Oh ja, von sehr weit. Hier nennen Sie mich Juana. Und mein Name ist Prieto. John Valentin Prieto. Du heißt Prieto? Ja, was wundert es Sie? Ja, du siehst aus wie ein Gringo, aber nicht wie ein Mexikaner. Trotzdem bin ich es, weil mein Stiefvater Mexikaner war. Bist du mit Augustin Prieto verwandt? Ja, er ist mein Bruder. Ich bin gekommen, um ihn zu suchen. Ich habe dich Gringo genannt. Ich weiß, dass wir zu den Staaten gehören, aber wir sind Mexikaner. Die Grenze ist 2 Schritte weit. Hey, was fällt dir ein? Augustin Prieto hatte keine Brüder. Ich habe mit einer Senorita gesprochen. Pack aus, warum du Augustin Prieto suchst. Hilf mir, Madre de Dios. Hondo! Buenos dias, amigo. Dank dir, wieder hast du mir aus der Klemme geholfen. Wenn man dem Freund nicht hilft, dem Besten, hat man 7 Jahre kein Glück. Sag, wo kommst du her? Ich bin auf dem Wege zu mir nach Hause. Komm mit mir, amigo. Die Grenze ist keine 2 Schritte weit. Und Mexiko. In Mexiko wird uns keiner mehr ärgern. Ich bleibe hier, Hondo. Ich habe hier was Wichtiges zu tun. Dann bleibe ich auch hier bei dir. Ich bin geschickt. Du weißt. Nein. Nein, Hondo. Geh du ruhig nach Haus. Ich gehe meinen Weg und der wird immer gefährlicher. Wenn er gefährlich ist, bin ich der Richtige, mit dir zu gehen. Nein. Nein, es geht nicht. Versteh mich. Adios. Adios, amigo. Wir sind etwas plötzlich unterbrochen worden. Nimm dich nur vor diesen Menschen in Acht. Sie sind gefährlich. Juana! Warte. Warum interessierst du dich so für mich? Wer weiß, vielleicht will ich dich für mich interessieren. Es sieht beinahe so aus, als gäbe es schon jemand, der sich sehr für dich interessiert. Der Garcia. Er ist mächtig verliebt in mich. Er sagt, dass ich ihn hintergehe. Alle Männer, von denen wir Frauen nichts wissen wollen, fühlen sich hintergangen. Nimm dich vor ihm besonders in Acht. Er ist eifersüchtig und böse. Ich glaube auch, dass er zu El Condor gehört. El Condor und seine Bande sind schlimmer als die Pest. Sie haben einen Unterschlupf in einem verlassenen Bergwerk, 1 Meile nach Norden. Was weißt du noch von El Condor? Er ist ein mordgieriger Hund. Auch wenn er sonntags in die Kirche geht und vor der Jungfrau von Pilar kniet und reumütig beichtet. Ich kann nur nicht einsehen, was ein Mädchen wie du unter solchem Gesindel macht. Und was hat ein Mann wie du hier zu suchen? Willst du die Pistole kaufen? Ich möchte schon. Sie liegt nur schwer in der Hand. Noch keine Nachricht von den 5? Sie müssten die Postkutsche schon längst überfallen haben. Ich verstehe nicht, wo sie bleiben. Zum Teufel, wenn sie in einer Schenke stecken geblieben sind. Wenn sie nicht in einer Stunde zurück sind, dann kriegt jeder 100 mit der Peitsche. Nach 50 eben sind sie krepiert. Dann peitscht du eben die Leichen. Oh,
Unten im Dorf ist ein Fremder angekommen. Er fragt jeden nach Augustin Reto. Er sagt, er wäre sein Bruder. Was für einer? Einer, der zuschlägt. Nimm ein paar Männer und sieh ihn dir an. Die Sache gefällt mir nicht. Oh. Nein, warte. Ich komme mit. Manuel, Pedro, Bill, auf die Gäule. Wir reiten ins Dorf. Bald fertig? Du bist also der sogenannte Bruder von Augustin Prieto. Was geht dich das an? Fragen werden dir von mir gestellt. Was soll die Reederei? Augustin Prieto hatte keine Brüder. Er war ein Bastard. Deshalb kann er doch Brüder haben. Auch als Bastard. Du bist ein Gringo. Die Mutter ist viel herumgereist. Sehr witzig. Hüte dich. Ich verlange auf diese Frage eine genaue Antwort. Und wenn mir diese Antwort nicht gefällt, mache ich aus dir eine Mischung von Knochen, Blut, Eingeweiden und Mist. Wenn man dich so groß reden hört, hält man dich fast für El Condor. Augustin hat für dich gearbeitet, hä? Was heißt das? Für mich gearbeitet? Was heißt, dass er quer überm Sattel gelegen hat, als er von der Arbeit zurückkehrte? Willst du ihn vielleicht rächen, weil er Pech hatte? Nein. Das interessiert mich nicht. Aber er hat mir geschrieben, dass er bei dir und deiner Bande gut verdient hat. Und das möchte ich auch. Umso mehr, als sich ein Dutzend Sheriffs für mich interessieren. Augustin Prieto konnte aber leider nicht schreiben. Das ist richtig. Für ihn haben immer andere geschrieben. Einmal hat er sogar einen umlegen müssen. Weil er mir was über sein Mädchen geschrieben hat, was er mir nicht schreiben sollte. Du hast mich zwar nicht überzeugt, Amigo, doch ich mag dich. Aber ein Mann, der bei mir arbeiten will, der muss besser schießen als reden können. Geht in Ordnung. Hey, was kriegst du dafür? Ach so, du kannst ja nicht reden. Warum haben Sie geschossen? Der Kerl wollte mich umlegen. Hä? Ja, er wollte mich von hinten niederstechen. Mit seinem Schustermesser. Es ist reine Notwehr gewesen. Thank you.
mich, Pater. Ich habe schwer gesündigt. Ich kann dir keinen Segen erteilen, aber ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Wer sind Sie? Hüte dich vor dem Gringo, der sich als Bruder von Prieto ausgibt. Er heißt Alan Burton und hat deine 5 Männer umgelegt, die die Post überfallen haben. Und die Zigeunerin, die ihn für dich bespitzelt hat. Er hat den Dollar des Majors geraubt. Hinter dem du her bist. Woher wissen Sie das und wer sind Sie? Ich bin ein gläubiger Mensch und danke jeden Tag für jede Mahlzeit, die mir beschert wird. Bekreuzigst du dich auch so fromm, wenn du mordest, Condor? In meinem Beruf muss man oft töten. Und wenn ich ein paar Schurken zum Teufel jage, bekommen sie nur, was ihnen zusteht. Und sind ein paar gute Menschen darunter, dann kommen sie umso schneller ins Paradies. Dein Gewissen ist also rein. Nach jeder Tat und Untat. Ich bitte dich, Amigo. Wechseln wir das Thema und sprechen wir von was anderem. Sprechen wir zum Beispiel lieber über Dollars. Gut, Dollars interessieren mich auch. Ich spreche aber nur von dreien. Dollars, die eine eigene Bedeutung haben. Du kennst ja die merkwürdige Geschichte dieser 3 Dollars. Warum streitest du es eigentlich ab? Ich frische dein Gedächtnis gern auf. Es haben einmal 3 Soldaten eine große Kriegskasse vergraben. In der waren 2 Millionen Golddollars. Um das Versteck wiederzufinden, braucht man diese 3 Dollars als Wegweiser. Nicht nur einen, auch nicht 2 Dollar, sondern alle 3. In jedem Dollar ist eine Zahl mit mehreren Ziffern eingeprägt, wobei die höchste den Ort des Verstecks angibt. Dabei muss man für die einzelnen Ziffern den entsprechenden Buchstaben des Alphabets angeben. Für 1a, für 2b und so weiter. Interessant, die Geschichte, was? Ich finde sie lahm. Die niedrigste Zahl, auf dem 2. Dollar entschlüsselt, verrät eine bestimmte Markierung an diesem Ort. Die mittlere Zahl, die auf dem 3. Dollar eingeprägt ist, zeigt die Zahl der Schritte an, die man von dort nach Norden gehen muss, um die endgültige Stelle zu finden. Da ist die Kriegskasse vergraben. Ich bin für Kindermärchen zu alt. Du bleibst hier. Du wartest das Ende ab. Das würde ich dir auch raten. Den 1. Dollar habe ich von einem Sergeanten bekommen. Während der 2. Dollar auf einer Bank liegt. Und der 3.? Tja, wo ist wohl der 3.? Tja, leider ist der 3. seit kurzem verschwunden. Und? Doch ich ahne, wo er steckt. Du hast meine 5 Leute umgelegt und den Dollar des Majors an dich genommen. Ich könnte ihn dir mit Gewalt abnehmen. Doch ich bin von Natur aus großzügig. Ich schlage dir vor, mein Partner zu werden und deinen Dollar zu meinen beiden zu legen. Da gibt es nur eine Schwierigkeit. Partnerschaften basieren auf gegenseitigem Vertrauen. Und du, Amigo, vertraust mir nicht? Nein, nicht im geringsten. Du hast sogar recht. Beenden wir das Theater und spielen wir mit offenen Karten. Du bist bei uns aufgetaucht, um mir die Dollars abzujagen. Du heißt Alan Burton und bist ebenso wenig der Bruder von Augustin Prieto wie ich, der Bischof von Santa Cruz. Leben Sie wohl, Eminenz. Ich schieße. Nicht schießen! Ich will den Leben haben! Ihr sollt nicht schießen, ich hab gesagt, ich brauche ein Leben! Ergreift ihn! Oh!
mal den Dollar ausspucken. Gefällt er dir, Alan Burton? Interessant, nicht? Ich habe es zuerst nicht glauben wollen. Das ist die berühmte uralte chinesische Folter mit dem Wassertropfen. Er kommt aus der Decke. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass ein Mann wegen der paar Wassertropfen verrückt werden könnte. Aber es ist wirklich so. Der steht erst 3 Tage drunter. Lumpige 3 Tage. Und ist schon völlig verrückt. Er hat es auch verdient. Er wollte seine Erbschaft für sich behalten. Aus purem gemeinem Geiz. Jetzt wirst du seinen Platz einnehmen. Das heißt, wenn du keine Lust hast, so miserabel zu enden, brauchst du nur zu verraten, wo du den Dollar des Majors versteckt hast. Ich hoffe, du wirst es dir bald überlegen. Ich möchte es dir in deinem Interesse raten. Nur in deinem Interesse, als dein Freund. Manuel, alle auf die Pferde! Wir reiten nach Redford. Ich traue nicht einmal mehr den Banken. Komm mit. Wirklich so schlimm? Das tut doch nicht weh, die paar Wassertropfen. Allerdings, Wilson, das arme Schwein, ist tatsächlich davon verrückt geworden. Ach ja, das soll ich dir ja noch sagen. Ich binde dich sofort los, so wie du erzählst, wo du den Dollar versteckt hast, auf den der Boss so scharf ist. Was suchst du denn hier? Ich weide meine paar Schafe, Senior. Die sind dort, hinter dem Hügel. Dann scher dich zu den Schafen, du schmieriger Mestizer. Zieh los und verschwinde. Sonst passiert was. Sie, Senior, ich verschwinde sofort. Ich möchte im Panzerschrank an mein Schließfach. Es ist das Fach 28. Ich habe es nur sehr eilig. Darf ich den Herrn um seinen Namen bitten? Mortison. Es ist das Fach von George Mortison. Hauptmann Mortison. Wie ich höre, interessiert Sie das Schließfach von Hauptmann Mortison. Ganz recht. Der Schlüssel. Haben Sie den Schlüssel? Selbstverständlich. Hier ist er. Aber Senior Mortison ist tot, ermordet worden. Ja, leider. Und der Sheriff hat den Mörder nie entdeckt. Und Mortison war ein liebenswerter Mensch. Sie brauchen nur eine Vollmacht von Mortison. Sie verstehen, ohne Vollmacht kann ich Ihnen... Eine Vollmacht, sagen Sie. Ach ja, natürlich. Habe ich auch. Dann ist es ja gut. Hier ist meine Vollmacht. Los, Hände hoch. Und mach keine Bewegung. Sie zeigen mir, wo der Panzerschrank steht. Verstanden? Los, nimm die Beine in die Hand. Halt mal
Zügel. Es wird ja nicht lange dauern, sonst würde ich einkaufen gehen. Nimm die Pfoten hoch und schäle dich da rein. Da, die Fahne, sie überfallen die Bank! Bleibt da stehen, wo ihr seid. Hey, Condor! Hörst du nicht, vor der Bank ist der Teufel los. Du musst dich beeilen, sonst geht alles schief. Wo ist er geblieben? Mach's Maul auf oder leg dich um. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wer war hier drin? In diesem Fach war ein Dollar. Am Panzer. Wer hat sich den Dollar rausgeholt? Vielleicht Hauptmann. Macht es selbst. Thank you.
Da brennt's in der Hütte vom Boss. Die Hütte vom Boss brennt! Manuel B., bring das Wasserfass her! Und Eimer und deine Pfindetasse ab! Wo bleibt ihr denn mit dem Fass? Marcello, weg die anderen! Also, gib das Wasser durchs Fenster! Was habt ihr Idioten denn gemacht? Amigo, was machst du hier? Was haben sie mit dir angestellt? Ich erzähle die Geschichte später. Schreib mich erst mal los. Ich habe bestimmt gedacht, du bist tot. Hätte 1000 zu 1 gewettet, dass sie dich umgelegt haben. Ja, diesmal hätte wirklich nicht viel gefehlt. Aber heute Morgen, da habe ich dich spielen gehört. Hm? Ja. Lass die Bude brennen. Da ist doch nichts mehr zu retten. Wir suchen einen Mann, den Gringo, der gestern gekommen ist. Der soll hier bei mir sein? Das wäre doch möglich. Schiff dich raus, du siehst, dass ich nicht angezogen bin. Entschuldigung, Senorita. Ich habe alles durchsucht. Dann weiter. Hey, Thomas! Sie sind weg. Madre de Dios. Du bist ein Engel, Juana. Aber ich habe nicht gewusst, dass Engel so schwer sind. Ich bewundere dich, Juana. Als Frau hast du verteufelt viel Mut. Das war doch nichts. Sie ist eben eine Mexikanerin. Und der Mut der Mexikanerinnen ist viel größer als die Sierra Madre. Ich bin keine Mexikanerin. Meine Mutter war eine. Mein Vater war Amerikaner. Er hat sogar eine kleine Ranch. Unten in Tennessee. Aber er ist alt. Er schafft die Arbeit nicht mehr. Ich bin früh von ihm fortgegangen. Aber ich möchte mit einem Mann wieder zurückkehren. Mit meinem Mann. Dann könnten wir von der kleinen Ranch leben. Sogar sehr gut. Denn sie hat guten Boden. Und es ist wunderschön dort. Im Frühling wogen die Wiesen wie ein grünes Meer ums Haus. Ich habe oft Sehnsucht. Amigo, ich will auf der Stelle tot umfallen, wenn dieses Angebot nicht sehr ernst ist. Worauf wartest du noch? Ich komme mit euch. Ich schufte wie 10 Neger. Komm, wir gehen, Amigo. Was haben wir hier schon zu verlieren? Wir wissen doch nicht, wohin wir gehören. Oder verlangst du, dass ich dir jeden Tag einmal das Leben rette? Ich habe was Besseres für dich. Aber das kann ich dir später sagen. Einverstanden. Du Engelsgesicht, du hast schon so viel für uns getan. Kannst du nicht aber noch so viel für uns tun und uns vom Hungertode erretten? Hondo! Amigo, ich habe seit gestern nichts gegessen. Und du machst auch ein Gesicht, als ob du einen ganzen Ochsen mit Hörnern verschlingen könntest. Ich bringe euch etwas. Bleibt aber hier. Gracias. Hier seid ihr sicher. Gracias. Nein, keine Musik. Hondo, willst du mein Partner werden? Das Gold der Südarmee kann uns gehören. 2 Millionen Golddollar warten auf uns. Was sagst du? 2 Millionen Golddollar? Dios mio, vielleicht bin ich nur deshalb hinter dir her gewesen. Als ob ich so eine Ahnung gehabt hätte. Wir müssen los, wir dürfen die Millionen nicht zu lange warten lassen. Wir haben bis jetzt noch nichts versäumt.
Wir brauchen drei besondere Dollar, die uns zum Versteck hinführen. Einen habe ich. Den zweiten hat El Condor. Er kennt auch die Bank, wo der dritte versteckt ist. Ah, also jetzt verstehe ich das Ganze. Du jagst hinter dem Dollar von Condor her und Condor versucht, den Dollar zu bekommen, den du hast. Du hast es schnell begriffen. Ja, ja. Wo gehst du hin? Warum willst du das wissen? Darf ich mit rauf zu dir? Du wirst nicht müde, mich das zu fragen. Und du nicht müde, mich zurückzuweisen. Für wen hast du so viel geholt? Ich habe die Mädchen zum Essen auf mein Zimmer eingeladen, Dolores und Paquita. Wir sehen uns nachher. Erwarte mich unten in der Schankstube. Ich habe alles verstanden. Für Pferde und Waffen, lass mich sorgen. Das ist meine Spezialität. Bessere, wenn ich jetzt verschwinde. Willst du mich dann finden? Aber ja, amigo, du kannst auch nicht warten. Sagen wir an der großen Brücke hinterm Dorf, wo der Fluss den Bogen macht. Ah, ich packe mir etwas ein. Ich esse unterwegs. Du brauchst keine Angst zu haben, Alan. Ich mache schon gerechte Portionen. Adios, amigos. Und macht keine Dummheiten hier oben. Danke, Juana. Willst du auch was? Warum bist du in dieses Dorf gekommen? Warum hast du erzählt, du wärst der Bruder von Augustin Prieto? Und warum ist El Condor hinter dir her? Das sind gleich drei Fragen auf einmal, Juana. Ja, entschuldige. Das wollte ich nicht. Ich habe nicht das Recht, mich in deine Angelegenheiten zu mischen. Ich will offen zu dir sein. Ich bin hergekommen, weil ich einem riesen Job nachjage. Deshalb habe ich mich als Bruder von Prieto ausgegeben. Und Condor ist hinter mir her, um mir etwas wegzunehmen. So, nun habe ich dir wohl alles beantwortet. Bist du damit zufrieden? Das ist nun so. Und das ändert auch keiner mehr. Seitdem die Welt erschaffen worden ist, sind alle nach Gold verrückt. Aber du bist nicht wie alle, Ellen. Ich weiß, du bist anders. Nein. Ich bin genau wie die anderen. Ich bin vielleicht noch viel schlechter als sie, denn ich habe noch nie einen Augenblick gezögert, für Gold mit meinem Leben zu spielen. Und das ist es wert? Oh ja, und ob. Mit Gold kannst du alles. Du kannst dir jeden Menschen kaufen. Du hast Macht. Und du bist unabhängig. Vielleicht hast du recht. Ich bin nur ein Mädchen, das noch an die Liebe glaubt. Und? Glaubst du, ich tue es nicht? Ich muss jetzt gehen. Doch eines Tages, irgendwann, sprechen wir weiter da, wo wir aufgehört haben. Du reinkommst. Warum? Hat der Gringo geklopft? Was geht dich das an? Raus mit dir! Ich lasse mich nicht rausjagen. Was willst du? Das weißt du ja. Du kannst jetzt nicht mehr Nein sagen. Lässt du mich
los? Ich denke nicht dran. Du bist verliebt in diesen Gringo, das sehe ich doch. Du bist verrückt nach diesem Kerl und ich... Ich bin verrückt nach dir. Das ist eine glatte Rechnung. Scherst du dich aus? Nein! Ich will dich. Und ich will dich auf der Stelle. Du bleibst hier! Du wirst jetzt sehr lieb zu mir sein. Dann sage ich Kunde, dass du den Ringo versteckt hast. Und wo er ihn finden kann. Denn er kommt zu dir zurück. Bist du wahnsinnig? Du kommst hier nicht mehr raus. Dringe, tu es sinnlos. Du willst mich nicht. Aber ich will dich. Und das genügt. Martin, ich muss etwas trinken. Ich habe einen umgebracht, Sheriff. Luis Garcia. Er hat mich in meinem Zimmer überfallen. Ja, dann ist es ja klar. Dann ist es Notwehr gewesen. Aber ich habe ihn doch umgebracht. Naja, früher oder später sterben wir alle. Luis Garcia war ein Strolch. Dem weint keiner eine Träne nach. Ihr anderen seid ruhig. Ihr beide mitkommen. Burton, du begehst eine Gotteslästerung. Du entweichst deine heilige Stätte. Den guten Zweck wird der Himmel anerkennen. Raus jetzt! Wartet, Brüder, und habt Vertrauen. Ihr müsst uns unser Geschäft verzeihen. Es darf sich aber niemand bewegen, weil sonst ein paar sterben müssen, nicht? Schnell, Hondo. Nicht die Ruhe verlieren, amigo. Schnell. Hey, hey. Was wollt ihr eigentlich? Darüber unterhalten wir uns später. Verzeih, Pater, dass wir euch so schlecht behandeln. Wir spenden auch für die Armen der Gemeinde. Einverstanden? Vorwärts! Ungläubigen Strolche. Sie haben den Boss entführt. Der Gringo und ein Mestize. Diese Hunde. Manuel und drei Mann zum Stollen. Die anderen verfolgen sie. Ihn nach. Thank you.
warne dich, Kondo. Wenn du einen Laut von dir gibst, hast du keine Zeit mehr, es zu bedauern. Hier, hier, lauft, lauft! Da sind sie, jetzt sind sie geliefert. Ihnen nach! Was soll das bedeuten? Das heißt nichts anderes, als dass sie uns gehörig übers Ohr gehauen haben. Und wir Idioten sind drauf reingefallen. Ich möchte nur wissen, wohin sie El Condor geschleppt haben. Rede schon, Condor. Wo hast du den Dollar? Na? Entschließt du dich endlich, das Maul aufzutun? Oder nicht? Tja, du hast nicht mehr sehr lange. Vergiss das nicht. Je mehr Zeit du verstreichen lässt, umso schlimmer wird es für dich. Du bist wieder ein Stück eingesunken. Es ist gleich, ob du dich stillhältst oder nicht. Du versagst doch. So ein Stück. In jeder Minute. Eine gemeine Verbrecherfratze. Die widert mich an, Bastard. Tut mir leid. Wenn dir der Sand erst in dein Maul reinsickert, hast du nicht mehr viel Zeit, mich zu beschimpfen. Tu's lieber gleich. Den Dollar, Condor. Verrate mir, wo er steckt. Und wenn ich krepieren soll, nicht eine Silbe verrate ich. Na gut, dann krepierst du eben. Du alter Dickschädel. Du bist wie ein Mann, der seine Frau ärgern will. Zieh mich hier raus! Du sollst mich hier rausziehen! Erst den Dollar, dem du den Sergeanten Garland gestohlen hast. Wo ist er? Ich sag's ja! Wo ist er? Er ist in der Mine! Im alten Stollen ist er versteckt! Du kannst ihn haben, wenn du willst. Na gut, wie kriege ich ihn? Ich kann ihn nicht holen, du! Du und dein Freund, ihr... Ihr geht mit einem Zettel von mir zu Singaro, zu dem Ticken ins Bergwerk. Sieh mich hier raus! Sieh mich so bloß erst hier raus! Was hältst du davon, Hondo? Lassen wir uns darauf ein? Glaubst du, er meint's ehrlich? Schmeiß das Seil her! Halt! Wo willst du hin? Mich schickt El Condor, amigo. Dann reit ins Lager. Gracias. Singaro! Hier kommt einer, er sagt von Condor! Ah, du bist es, du Bastard von einem Mestizen. Jetzt kann ich endlich den kleinen Schurken fertig machen. Nein, komm her! Nein, na, nein, Würschchen, nein. Es soll dir leid tun, dass du geboren bist. Du darfst mir nichts tun. Ich habe einen Zettel von deinem Boss. Was für ein Zettel? Ich soll Condor irgendetwas von hier bringen. Er hat den Zettel selbst geschrieben. Da steht drauf, dass du mir einen bestimmten Dollar ausliefern sollst. Da
Dabei sind keine schiefen Tricks. Du erkennst doch, dass es seine Handschrift ist, auch wenn du nicht lesen kannst. Natürlich erkenne ich sie. Gerade deshalb. Was machst du denn? Natürlich ist es die Schrift von Condor, aber es ist zwischen uns ausgemacht. Wenn seine Unterschrift zweimal unterstrichen ist, bedeutet das, dass er diesen Zettel nur unter Zwang geschrieben hat. Damit habe ich nichts zu tun, nicht das Geringste zu tun. Der Gringo hat den Dollar verlangt. Nein, bitte nicht schlagen, bitte nicht schlagen! So jämmerlich hast du nicht gewinselt, als du mich vorhin in der Kirche gesetzt hast. Das war auf Befehl des Gringo. Wo ist El Condor? Bei dem Amerikaner? Ja. Und wo? Er hat am Fluss ein Versteck, ich kenne es. Na gut, du Hund, dann wirst du uns in das Versteck führen. Siehst du nicht? Hier kommt alle mit. Alle! Ich würde es mir überlegen. Du hast doch nur Vorteile, wenn wir zusammengehen. Was fängst du mit dem Dollar an, wenn dir noch einer fehlt? Der dritte. Ich werde auch den dritten bekommen. Nein. Der liegt sicher in der Bank von Redford, unten im großen Panzerschrank. Dessen Fächer aus reinem Stahl sind. Und den Schlüssel dazu habe ich. Und selbst wenn ich ihn dir geben würde, wärst du überhaupt nicht in der Lage, eine Bank zu überfallen. Selbst nicht mit deinem Freund, dem Mestizen. Der im Übrigen jetzt schon längst ein toter Mann ist. Tot? Ja, oder hast du dir was anderes gedacht? Man darf mich nun mal nicht für einen Idioten halten. Da musst du schon deutlicher werden. Lass, so wichtig ist das nicht. Wollen wir nun beide zusammengehen, hm? Nein, ich glaube noch nicht. Noch 10 Meilen, más o menos. Vielleicht sind es ein paar mehr oder weniger. Warte, Senor, ich muss mich erst orientieren. Hey, warte! Ellen, pass auf! Singaro! 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 Schnell, sag mir noch, wo der Dollar ist. Du stirbst so oder so. Sag's mir, bevor du krepierst. Sag es mir. Geht mir doch zum Teufel mit eurem Dollar. Nie habe ich einen Dollar gesehen. Nie einen Dollar gesehen. Ja.
Rauf auf das Pferd. Wir reiten zur Mine, dort kommst du unter den Wassertropfen. Und wenn du den Dollar nicht rausrückst, bleibst du so lange darunter, bis er dir ein Loch ins Gehirn gefressen hat. Sinker, der Dicke weiß nichts von deinem Dollar. Wie oft willst du mir noch das Leben retten? Ich war überzeugt, dass sie dich totgeschlagen haben. Viel hat nicht daran gefehlt. Der Dicke hatte kaum den Zettel gesehen, den dieser Bastard geschrieben hatte. Da fing er an, mich zu prügeln. Der Trick hat in der Unterschrift gesteckt. Unterstrichen bedeutet, sie bringt den Kerl um, der diesen Zettel hat. Aber ich bin ihnen doch entwischt, weil sie zu dir und diesem Kerl wollten. Du wolltest es ganz schlau anstellen, Condor, was? Raffinierter als alle. Deine Bande ist in der Hölle und du bist nicht mehr weit davon. Für dich gibt's bloß noch eine Chance. Gib mir den Dollar und ich lass dich laufen. Nein. Ich gebe dir mein Wort. Nein. Du kriegst ihn nicht und ich sag dir auch nicht, wo er versteckt ist. Leg mich um, Gringo. Lass mich an dem Schlamm und Dreck ersticken. Dreh mir das Genick um. Aber den Dollar gebe ich dir nie. Das ist meine Rache, verstehst du? Das ist die größte Genugtuung für mich, dass du das dreckige Gold der Südstaaten nie kriegst. Hörst du? Niemals! Niemals! Dann? Was machst du dann? Dann stehst du da! Jetzt stehst du vor deinem geschlagenen Feind und siehst, dass er dich auslacht! Überlass ihn nur mir. Dem reiß ich die Zunge stückweise raus, wenn er nicht sickt. Nein, das ist nicht nötig. Nicht mehr nötig, Hondo. Ich weiß, wo der Dollar ist. Ich habe vorhin nur nicht gleich dran gedacht. Du hast den Dollar bei dir, Condor. Hier bei dir. Und wo hat er ihn? Wir haben ihn doch genau durchsucht, überall nachgesehen. Er hat den Schuhflicker umgelegt, der ihm nichts getan hat, verstehst du? So einen sinnlosen Mord hätte nicht mal ein blutgieriger Verrückter wie er grundlos begangen. Und doch tat er es. Warum? Weil der das Versteck des Dollars gekannt hat. Da ist er! Im Absatz war er. Ich muss dich umarmen. Du bist großartig, Ellen. Und damit hast du mir eine so große Freude gemacht. Gracias, amigo. Das ging beinahe schief. Jetzt hast du mir einmal das Leben gerettet. Trotzdem sind wir noch nicht quitt. Nimm ihn, Ellen. Du hast ihn dir verdient. Du kommst mit, Hondo. Jetzt holen wir uns meinen Dollar. Ja! Was hältst du von dem Baum? Er ist 2 Millionen Dollar wert. Nachdem ich erlebt habe, was mit dem Major passiert ist, habe ich mir gedacht, es ist zu gefährlich, einen solchen Dollar mit sich herumzutragen. Und jetzt, lieber Partner, verschaffen wir uns den dritten Dollar aus der Redford Bank. Den von Hauptmann Mortison. Und wenn alles da ist, dann wird geteilt. Nein, amigo. Was heißt nein? Ich kann diese Partnerschaft nicht annehmen. Heißt das, du bist an 1 Million Dollar nicht interessiert? Mich interessieren nur 2. Deshalb bist du immerfort hinter mir hergeritten. Kümmert es dich so um mein Leben? Ganz recht. Ich habe mich in der Nacht einsperren lassen, um dir nahe zu sein und dir die Flucht ermöglicht. Dann habe ich Condor im Beichtstuhl verraten, dass du seine 5 Männer umgelegt und den 1 Dollar gestohlen hast. Euer Kampf musste so ausgehen, dass einer von euch zum Schluss beide Dollar kriegt. Ich habe gar nichts gegen dich. An deiner Stelle könnte jetzt auch El Condor stehen. Mit 2 Dollar kannst du nichts anfangen. Du brauchst den dritten. Willst du ihn allein aus der Bank von Redford rausholen? Ich habe ihn mir schon geholt. Hier ist der dritte Dollar mit den 2 Vorderseiten, Hauptmann Mortisons Dollar. Ich habe ihn mir verschafft, nachdem ich zufällig eine Unterredung zwischen El Condor und dem Hauptmann Mortison im Saloon in San Antonio belauscht habe.
Und jetzt, amigo, raus mit deinen Dollars. Ich hab sie mir ehrlich verdient, das weißt du. Du hast auf die beiden kein Anrecht. Ah! Aufs Herz. Nur eins hat mich gerettet. Diese Dinger hier. Die Dollars. Hier, die schenke ich dir. Du wirst noch nichts damit anfangen können. Deine Kugel hat die Zahl auf dem Dollar zerstört, der den Ort des Verstecks angibt. Pech. Jetzt wird keiner die Kriegskasse finden. Hast du noch die Absicht, auf deine Ranch in Tennessee zurückzugehen? Mit deinem Mann? Ja.